Hallo Just Music und herzlich willkommen auf der Musikmesse 2016 in Frankfurt. Wir sind hier am Messestand von Yamaha, bei uns ist der Thorsten und der Thorsten wird uns heute die neue Yamaha PX-Serie vorstellen. Hallo Thorsten. Hallo Johann. Thorsten, was habt ihr uns denn mitgebracht? Ja, also dieses Jahr haben wir mitgebracht die neue PX-Reihe. Das sind sehr leistungsfähige Endstufen. Kann man verwenden sowohl für den Live- wie auch für den Installationsbereich. Class-D-Verstärker integriert, sehr leicht. Sehr leicht bedeutet, etwa bei 7 Kilogramm wiegt so eine Endstufe. Es gibt 4 verschiedene Modelle. Wir haben einmal den PX10 mit 2x 1000 Watt an 8 Ohm. Das ist richtig viel. Wir haben den PX8 mit 2x 800 Watt, PX5 mit 2x 500 und PX3 mit 2x 300 Watt an 8 Ohm. Also sehr leistungsfähig. Die Endstufen zeichnen sich dadurch aus, dass da enorm viel DSP-Leistung hintersteckt. Wir haben zum Beispiel Hochpassfilter ist integriert, Lowpassfilter ist drin. Wir haben einen Limiter, wir haben einen Dekontur-Effekt, das ist so eine Art Loudness-Effekt, den man einschalten kann bei Bedarf. Und wir können natürlich das Delay einstellen. Und damit decken diese Endstufen ja, sehr viele Bedürfnisse schon ab. Übernehmen schon Aufgaben von einem Speaker-Prozessor, ist sozusagen schon da integriert. Wie man hier toll sehen kann, sind die Endstufen auch preislich sehr fair angesiedelt. Sag uns doch nochmal bitte, wo die so liegen. Unter 1000 Euro, sehr attraktiv. Ich sag mal, die unverbindliche Preisempfehlung beim PX10 bei 987 Euro. Und dann 100 Euro Schritte kann man sagen, drunter PX8 868, PX5 749 und PX3 630. Ich denke aber Just Music ist es noch ein bisschen preiswerter. Dafür werden wir sorgen. Sag uns doch noch bitte, wann sie auf den Markt kommen. Ja, die neuen Endstufen kommen im Juni 2016 auf den Markt und sind dann vermutlich auch bald bei euch verfügbar. Sehr schön. Vielen Dank, Thorsten. Danke, Johann. Tschüss.